Tag sind wir wieder retour gemeinsam auf der Matte. Guten Morgen Österreich, recht herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Bewegungseinheit und wir wollen noch gar keine Zeit verlieren. Wir starten gleich hinein mit der ersten Übung, ganz locker entspannt und zwar beginnen wir am Stand zu gehen. Dabei achten wir gleich mal drauf natürlich, dass wir eine aufrechte Körperhaltung haben. Setzen, wenn es geht, ein bisschen so unser Lächeln auf, ist kein Muss dort, wo es geht. Haben Freude an dem, was wir tun. Sehr gut. Und beginnen einfach einmal nur zu marschieren. Und wie gesagt, darauf achten, Körperspannung ist da, aufrecht. Der Nabel zieht Richtung Wirbelsäule. Und wir marschieren schon mal gemeinsam durch die herbstliche Landschaft. War extrem schön in den letzten Tagen, vor allem hier bei uns im Osten, was ich gesehen habe. Ja, heute der Regen, aber den Regen brauchen wir, haben wir gesehen. Für die Racks da oben, ja, ist gut. Und für die Natur natürlich auch. Ja. Also, ja, der Winter naht mit riesigen Schritten. Hoffentlich gibt es heuer viel Schnee, würde ich mir wünschen. Gut, wir marschieren, am Stand zu gehen, jedem seinen Tempo, Einsteiger locker, Fortgeschrittene können dann schon natürlich etwas flotter werden, die Arme mitschwingen lassen, damit unser Kreislauf gleich mal so richtig in Schwung kommt. Sehr schön. Und dann marschieren wir schon dahin, drehen wir mal seitlich hin. Sehr gut, Arme schwingen mit. Sehr gut, komm wieder zu euch. Wir bleiben in der Bewegung. So, und der nächste Schritt ist, dass wir dann einmal, zack, rechts mit der Spitze auftippen und links mit der Ferse. Ja? Also, Spitze, Ferse. Und auch da können wir dann schon langsam unser Tempo wieder aufnehmen. Hat ein bisschen was vom Tanzen. Ja, so wie unsere Dancing Stars. Nicht ganz so, aber zumindest ein bisschen. Rechts, links. Das heißt, einmal Ferse, Spitze, Ferse, Spitze, Ferse. Spitze und auch sie ist spitze. Und zwar der Kurt hat mir ein Foto geschickt oder gesendet von der Annelies aus Schrems in Niederösterreich. Guten Morgen, da schau, ist schon mit dabei. So ist gut. So soll es sein. Apropos Fotos, Videos, freue mich natürlich nach wie vor über Einsendungen. Bitte an fitmitphilipp@orf.at. So, wir schauen drauf, dass es funktioniert. Da muss man sich immer ein bisschen konzentrieren. Ja? Ja, sehr schön, also Spitze, Ferse und jetzt beim nächsten Mal rechts die Ferse und links die Spitze oder umgekehrt, ja. Das heißt, wir wechseln jetzt die Position, sehr gut. Also langsam beginnen, Spitze, Ferse, kann man sich auch anhalten, keine Frage für die älteren Damen und Herren, wie auch immer. Und dann halt versuchen, jeder so in seiner Bewegungsgröße die Übungen auszuführen, natürlich auch im dementsprechenden Tempo. Sehr schön, okay, jawohl, sehr gut. Ja, ein bisschen was Koordinatives, wie gesagt. So, und der nächste Schritt ist, wir beginnen, unsere Knie anzuziehen. Das heißt, wir kommen zum Kniehub, der Nabel zieht nach innen, Körperspannung ganz, ganz wichtig. Jawohl, sehr schön. Wir ziehen nach oben und geht schon, komm. Und da achten wir drauf, praktisch linkes Knie, rechte Hand oder umgekehrt, ja. Wichtig ist nur, dass das passt. Nach oben ziehen, Einsteiger beginnen da unten, ganz locker fortgeschritten, etwas weiter nach oben. Und die Profis ziehen so richtig schön nach oben. Sehr gut, jawohl. Und jetzt geben wir unsere Arme nach vorne und versuchen mit unseren Knien oder Oberschenkeln unsere Handflächen zu berühren. Einsteiger beginnen da unten, Fortgeschrittene und Profis ziehen da schön nach oben. Ich weiß auch, ich klopfe manchmal ein bisschen runter, aber man sollte nicht wirklich nach unten klopfen, sondern wirklich versuchen, mit den Knien nach oben zu kommen. Sehr schön. Jawohl. Gut, schaut das aus. Ja, bleiben wir dran. Ja, Kreislauf, spielen wir schon. Gell? Jetzt wird schon ein bisschen wärmer. So, und der nächste Schritt, und zwar, wir nehmen die Rotation, Schultergürtel mit. Das heißt, linke Hand, rechtes Knie und umgekehrt. Ja. Dabei achtbar drauf, dass wir nicht nur so machen, sondern wir haben da die Rotation. Also, überzeichnen wir, schön langsam einmal beginnen, rechts, links, auch da wieder. Jeder in seiner Größe, vom Bewegungsradius her. Ja, ja, und der Andrea hat mir geschrieben, voriges Wochenende, da war sie wandern und ist mit dem Schurchbandel, ja, auf einer Wurzel hängen geblieben und hat sich, ich glaube, Mittelfußknochen hat sie sich gebrochen. Vielleicht kann man das Foto kurz herzeigen. Da ist sie schon, mit Gips sitzt sie da. Und sie hat mir geschrieben, bitte als Tipp weiterzugeben, entweder Schuhbänder abschneiden, kürzen oder in die Schuhe reinstecken, damit sowas nicht mehr passiert. Alles Gute, gute Besserung, Andrea. Dankeschön. So, also, man sieht auch mit dem Gips
funktioniert es. Und bei uns, wir achten darauf, dass wir da die Rotation haben. Sehr schön. Ja, super. So, gehen gleich weiter in der Bewegung, aber jetzt geht es Richtung Anfersen. Das heißt, wir fersen schön an, Einsteiger beginnen ganz locker. Wir können uns immer auch anhalten. Ja. Und natürlich die Profis, die werden da etwas flotter, bringen da etwas an Rhythmus hinein, können da von rechts nach links gehen. Sehr schön. Auch ein bisschen nach unten die Knie, wer möchte. Dann haben wir natürlich noch mehr Dynamik darin. Ja, sehr schön. Oder einfach nur beginnen anzufersen, ganz locker zunächst einmal. Super. Und gehen wir. Komm, bleiben wir schon dran. Jawohl. Sehr gut. Und ein bisschen mehr Schwung, wenn geht. Sehr schön. Und der nächste Schritt, wir versuchen, wir geben unsere Arme nach hinten und versuchen, ja, praktisch hier mit unseren Fersen unsere Fingerspitzen zu berühren. Aber aufpassen, bitte haut euch keine auf die Fingerspitze und das kann schon wehtun. Ist mir auch schon passiert. Sehr gut. Ja, ausgezeichnet. Sehr schön. Und einen Schritt haben wir noch, und zwar diagonal. Das heißt, wir versuchen diagonal anzufersen. Schauen, wie es geht. Sehr gut. Ja, genau. Dreh mich noch einmal um. Diagonal das Ganze. Ja, komm wieder zu euch. Sehr schön. Und gehen wir, da gehen noch. 4, 3, 2, 1 und wir schütteln kurz aus. So, nächster Schritt, dazu ist es wichtig, dass wir eines unserer Beine immer gescheit verwurzeln. Dann lösen wir aus, das heißt, ein Bein verwurzelt, wir lösen aus. Der Kniehub, wieder Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Dann spreizen wir ab, ziehen wieder bei und strecken. Und mit dem anderen Bein, ja, machen wir Folgendes, wir beugen. Ja, wir beugen und spreizen ab und strecken. Ja, macht es langsam. Kniehub, abspreizen, anziehen, strecken, beugen, hoppala, beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Wenn es wackelt, ihr merkt bei mir, ist es auch der Fall. Alles in Ordnung, ist gut so. Nimm das Gleichgewicht mit dabei. Sehr schön. Und geht schon, komm, super. Und wieder nach oben. Ja, jeder so gut es geht. Ja? Also, wenn ihr dazwischen eine Pause benötigt, macht diese. Ihr selbst entscheidet darüber. Ja, sehr gut. Und wieder nach oben. Unten. Und einmal geht's noch. Okay, jetzt wechseln wir das Bein. Das heißt, wir haben jetzt praktisch linkes Bein, oder bei euch das andere jetzt, wie auch immer, wo ihr begonnen habt. Abspreizen, anziehen, strecken. Und auch da wieder. Anderes Bein, beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Ja? Wieder eins, sehr schön. Super. Und dranbleiben. Ja, und eine, die extrem fleißig ist, der Walter hat mir das geschickt. Ich habe so herzlich gefunden, ein Video von der Pauline. Da schaut sie her, 10 Monate, rafft sich auf und versucht dann auch ein bisschen so die Kniebeuge mitzumachen. Geht wieder nach unten. Ist das lieb? Ein Wahnsinn. Und geht wieder nach oben. Ja, das ist Motivation. Und da hat auch, glaube ich, der Opa Freude damit, oder der Papa. Sehr gut, Dankeschön. Ja. Also, Kinder und Bewegung, extrem wichtig und wunderschön zu sehen. Ja, die machen das spielerisch. So, und einmal noch. Zack, sehr schön. Okay, kurz ausschütteln. Jetzt machen wir Folgendes. Wir schauen, dass wir ungefähr so schulterbreit stehen. Ja. Dann gehen wir Einsteiger leicht nach unten. So, ein Bein nach vorne. Ja, kommt zu euch, wenn man das besser sieht. Ein Bein nach vorne, ziehen wieder bei. Anderes Bein nach vorne, kommen zurück und schieben über das Gesäß wieder nach oben. Ja, gibt es natürlich unterschiedliche Varianten. Weiter nach unten zu gehen. Einmal versuchen, zweimal wieder retour kommen und nach oben. Ja, bei mir wackelt es heute ein bisschen. Deswegen ist es wichtig, immer unser Standbein gescheit verwurzeln. Erst dann nach vorne strecken, wieder retour kommen. Dann sind wir wieder auf beiden Beinen. Und dann schieben wir über das Gesäß nach oben. Das heißt, nicht so, sondern wirklich schön nach oben schieben. Ja? Und geht schon, komm. Das macht jetzt jeder für sich in seiner Intensität. Und nach oben, geht schon, komm. Sehr gut. Und wieder nach oben. Und gehen wir, komm. Jawohl.
so gut es geht. Einsteiger fangen langsam an, einmal nach vorne, retour kommen, anderes Bein, wieder retour, schön nach oben schieben. Sehr gut, jetzt bin ich schon richtig warm. Vorne, sehr schön, wieder retour, wieder nach oben. Ja, da freuen sich unsere Oberschenkel und wenn es bis daher ging, versucht der Spur weiterzugehen. Ja, dann auch gescheit verwurzeln, kurz einmal zu halten. Wechsel, anderes Bein, sehr schön. Und auch da kurz zu halten, apropos halten, ja. Wieder retour kommen und wir schieben noch einmal nach oben. Sehr schön, da freuen sich auch die Oberschenkel. Super. So, nächste Übung. Wir kommen ein bisschen zur Dynamik am Oberkörper und dazu stellen wir uns ungefähr so Schulter, Hüftbreit hin. Und jetzt, ja, Pump it vor, Pump it seit. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Kommen wieder nach unten. Anderen Arm nach vorne. Genau, und wieder nach unten. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder nach unten. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder nach unten kommen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und wieder 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr könnt euch auch langsam nach vorne gehen und nach hinten. Auch eine Variante. Sehr schön. Oder ihr pumpt euch hier richtig schön auf. Sehr schön. Super. Und wieder. Geh mal retour. Ja. Ja. Und wieder nach oben. Und 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Und einmal geht's noch. Jetzt gehen wir gleich über auf die seitliche Variante. Und auch dabei 1, 2, 3, 4, 5. Zieh nach oben. Komme wieder nach unten. Ja, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Wird euch auch schon warm, ja? 1, 2, 3, 4, 5. Bei mir stehen schon die ersten Schweißbänder auf der Stirn. 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Ja, super. Wieder nach unten. 1, 2, 3, 4, 5. Oder auch da könnt ihr natürlich einfach nur langsam nach oben gehen. Und wieder nach unten. Das Ganze auch mit Gewichten ausführen. Also es bleibt ganz allein euch überlassen. Ja, nach oben zu gehen oder 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ihr jetzt keine Wasserflaschen so habt, dann versucht einmal wirklich den Widerstand selbst zu variieren, zu erhöhen. Und wieder nach oben. Geh mal, komm. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und einmal geht's noch. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir kommen wieder retour. So, eine haben wir noch. Und zwar unsere Armsexübung. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Ja. Dazu strecken wir unsere Arme nach vorne. Handflächen blicken zueinander. Dann stellen wir diese auf, 90 Grad Position, Ellbogen zur Seite, Hände hoch Position, Arme gehen nach oben, kommen wieder retour, Hände hoch Position, Ellbogen kommen zusammen, Handflächen schauen zueinander, zack, das ist unsere Bewegung. Ja? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, super, ja, sehr schön. Und auch da gibt es natürlich oder kann man die Möglichkeit wahrnehmen, das Ganze mit Gewichten auszuführen. Mache ich zum Beispiel zu Hause immer gerne, unter anderem auch auf einer dicken Airfix-Matte, wo halt das Gleichgewicht noch mehr ja, gefordert wird. Sehr schön. Kommen wir nach oben, ja. Und jetzt kann man versuchen, einmal das Ganze einbeinig zu machen. Einmal mit beiden Armen und dann, wenn wir am linken Bein stehen, rechten Arm. Ja, versucht das einmal. Nur den rechten Arm, linkes Bein stabilisiert. Sehr schön, Körperspannung ist da. Wir gehen nach oben, kommen nach vorne, ja, stellen ab. Dann nehmen wir das andere Bein, auch da wieder mit beiden. Sehr schön nach vorne. Glaubt man gar nicht, die Übung ist sehr intensiv. Ja. Und auch jetzt wieder versuchen hier mit einem Arm. Ja, sehr schön. Sehr gut. Also das kann schon was. Ja. Und wie gesagt, kann man nehmen mit Wasserflascheln, muss aber nicht sein. Sehr schön, nach oben. Jawohl, sehr gut. Okay, so, jetzt machen wir noch schnell was für die Balance. Seitliche Balance. Dazu stellen wir uns hin, ungefähr so hüftbreit. Arme nach oben, gehen zur Seite, ja, lösen einmal aus und neigen uns in eine Richtung. Kommen wieder retour. Ja. Andere Standbein, ja, gescheit verwurzelt, super, ja, genau. Und jetzt rüber, andere Richtung, jawohl. Und wieder zurückkommen. Und jetzt können wir versuchen, da schauen, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Ja, wenn es bis daher geht, schauen, wie weit geht's. Ah, ja, super, okay. Dann kommen wir wieder retour zur Ausgangsposition, sehr schön. Genau, ja, super. Ja. Und wieder, geht's, komm.
Ja, Konzentration. Sehr schön. Und jetzt nochmal versuchen, etwas weiter als zuvor und eventuell einmal dann kurz halten die Position. Körperspannung ist da erhalten, Atmung fließt, wir kommen retour. Sehr schön. Andere Seiten noch einmal. Auch kurz halten. Und wir kommen zur Mitte. Sehr schön. So, jetzt stellen wir noch ein Bein hinter das andere. Strecken einen Arm nach oben. Schauen, dass wir da den Hüftknick haben. Dehnen Zeh. Richtig schön da in der Verlängerung. Atmung fließt. Ja, und das ist die optimale Mobilisierung, Kräftigung. Ja, hinein in die neue Woche oder für die neue Woche. Atmung fließen lassen. Sehr schön. Zur Mitte kommen. Jetzt anderes Bein nach hinten stellen. Ja, anderes Bein nach hinten. Okay. Und jetzt gehen wir so rüber. Wieder lang orchen nach oben. Sehr schön. Ja, einfach dehnen. Ja, so ist gut. Sehr schön. Okay, wir kommen zur Mitte. Ja, und zur Mitte hätten wir schon was getan. Optimaler Wochenstart. Ich freue mich schon auf morgen wieder. Und natürlich wie immer, trinken, 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 denn die Zelle, die muss...